Wir lieben Musik und das war diese Woche los. Jennifer Popes ist wieder da mit Onkel Jürgen Drews und dem Ballermann-Hit 2011. Ja, sehr lustig. Also der Witz mit dem Hintern, den hat sie ja noch nie gehört. Jennifer Lopez heißt die Dame und es ist nicht Jürgen Drews, sondern Pitbull. Also die beiden singen zusammen On the Floor und das Ding ist gar nicht so schlecht. Es liegt aber auch daran, dass sie einfach auf Nummer sicher geht für ihr Comeback. Sie hat einen der schrecklichsten Lambada. Man hört es die ganze Zeit, ist ganz clever gemacht, aber an sich auch völlig überflüssig. Also im Grunde, es wird ein Sommerhit, ja, ist ja gut. Von mir gibt es auf der Skala von 1 bis 5 3 Sterne. Von mir 4 Sterne und der Po ist doch... Der Po, der gibt 5, der kriegt 5, also das ist schon ganz ordentlich. Enrique Iglesias, der Sohn von Julio Iglesias, Womanizer dem of the World, Terminator, singt einen Titelsong für die nächste Sexpo wahrscheinlich. Tonight I'm... Fucking you. So heißt der Titel tatsächlich. Also der Mann traut sich was. Allerdings passt es jetzt zu seinem Image überhaupt nicht und der Song ist auch totale Grütze. In Amerika läuft es ganz gut. Becker und Teller sagen 1 Stern. Wir sagen beide nur 1 Stern. Das bedeutet, ab in den Mixer mit Enrique Iglesias. Das Comeback ist schon zu Ende, bevor es überhaupt angefangen hat. Bye bye Enrique. Und dann natürlich herzlichen Glückwunsch. Das ist ein Comeback. Hut ab, Hold It Against Me heißt die Nummer von Britney Spears und sie ist fast weltweit schon Nummer 1. In 5 Ländern auf Nummer 1 in den schnellsten Charts der Welt bei iTunes, USA, Japan, Finnland, Norwegen und Schweden. In Deutschland, Schweiz und Österreich noch gar nicht veröffentlicht, deshalb auch noch gar nicht bei uns in den Charts drin. Aber der deutsche Superhit in dieser Woche, Time of My Life. Dirty Bit. Black Eyed Peas, meistverkaufte Single und die Nummer 1 in den Albumcharts, ich glaube das ist seit 5 Jahren jetzt so. Der Graf unheilig, wahrscheinlich auch 2011, ununterbrochen auf der 1. Herzlichen Glückwunsch. Das Musikduo der Woche, das ist zu befürchten. 2 Casting-Band-Mitglieder, Ex-Casting-Band-Mitglieder, sind im Dschungelcamp und werden... Im was? Im Dschungelcamp. Guck ich mir. Ich find's super, ich find's lustig. Aber es ist leider zu befürchten, die kuscheln ja jetzt schon ganz öffentlich. Indira nicht geplant, nein. Und Jay Khan werden garantiert ein Duett aufnehmen. Das ist zu befürchten. Ich sag dir schon, wo es landet. Wir freuen uns nicht drauf. Dafür freuen wir uns auf eure Kommentare. Jetzt posten bei bild.de.